Meine Lieben, habt ihr Lust auf ein bisschen Klatsch und Tratsch? Und ich habe was Schönes, Brisantes für euch. Claudia Effenberg schießt gegen alles und jeden. Und jetzt haut sie aber mal so richtig raus. Ja, was ist hier los? Die Schickeria bricht auseinander in München. Aus der Bussi-Bussi-Gesellschaft wird eine Hau-mich-stech-mich-Gesellschaft, ja? Und was der Anlass ist, das ist jetzt hier in diesem Beitrag zu sehen. Was ist das Tolle an Mallorca und Hamburg? Es ist weit genug auseinander, beides liegt am Wasser, Mallorca hat das bessere Wetter. Beide Orte liegen zum Glück weit genug auseinander für zwei Streithennen wie Claudia Effenberg und Julia Siegel. Ich möchte mit der auch wirklich nichts mehr zu tun haben. Das ist Also mit der möchte ich schon mal gar nichts mehr zu tun haben. Für mich alles komplett an den Haaren herbeigezogene, gequälte Kacke. Was los mit dir? Das fragt sich an diesem Wochenende nicht nur Julia Siegel. Wir sind mit der DJ auf Mallorca verabredet. Wohlgemerkt, in dem Bericht ist jetzt Julia Siegel wieder DJ. Hier will die 49-Jährige eigentlich Urlaub machen, abschalten, den Dschungelstress vergessen. Aber auch auf Spaniens beliebtester Insel gibt es Internet. Und was Julia da aus Deutschland hören muss, macht auch eine erfahrene Streithenne erstmal sprachlos. Auf Mallorca gibt's Internet? Ich hab mir die Gästeliste vorher schicken lassen. Oh Gott. Unsere Kamera läuft noch keine Minute. Und ganz in Gucci. Also Gucci-Kette, Gucci-Hose, Gucci-Oberteil. Also so einfach die sympathische Frau von nebenan. Da läuft Claudia Effenberg am Mittwochabend bei der Friseursalon-Eröffnung von Tim Maté in München aus dem Nichts schon auf Hochtouren. In München ist eine absolute Zickeria. Also ich habe ganz... Moment, da steht jetzt Schmuckdesignerin. Warum trägt sie denn dann eigentlich Gucci-Schmuck? Ist viele ganz lieb, aber ich könnte auch manchen, die dürfen mich über den Weg laufen. Ich habe mir die Gästeliste vorher schicken lassen. Ich habe mir die Gästeliste vorher schicken lassen. Das, au, okay. Jetzt muss man wissen, dass Claudia vor 3 Jahren mit ihrem Mann Stefan von München nach Hamburg gezogen ist. Da war München sehr, sehr, sehr dankbar. Übrigens stehen die hier vor dem Königshof, da war ich auch schon eingeladen. Das ist ein sehr schönes Hotel in München, wo die jetzt ja hier absteigen. Auf unsere Frage, was sie an der bayerischen Hauptstadt denn vermissen würde, kommt völlig unerwartet diese Antwort hier. Vermisse keine Julia Siegel? Ach, nee. Die vermisse ich ja mal gar nicht. Sorry, Julia. Ich möchte mit der auch wirklich nichts mehr zu tun haben. Und auch Münchens Partymaus Verena Kehrt steht auf Effenbergs No-Go-Liste. Was? Moment, die waren doch ganz dicke. Best Buddies. Best Lester Buddies. Mit der möchte ich noch weniger zu tun haben. Das ist nicht meine Welt. Und oh, das ist gar nicht meine Welt, ja? Wenn die beiden Frauen dann noch zusammen irgendwo auftauchen, ist Claudia... Weg bin ich. Wo kommt das denn plötzlich her? Darüber muss Julia Siegel erstmal nachdenken. Claudia Effenberg lässt also Events sausen, wenn der Name Siegel oder Kehrt auf der Gästeliste steht. Aha, okay. Den Grund liefert sie gleich mit. Ich brauche brauch solche Leute nicht um mich herum. Die machen mich aggro. Das stimmt, weil du bist auch so eine ganz ruhige Person. Das haben wir im Dschungel gesehen. Ne? Du hast auch so generell gar kein Aggressionspotenzial. Das holen immer nur andere aus dir raus. Eine harte Aussage, mit der die ehemalige Freundin erstmal gar nichts anfangen kann. Solche Leute nicht um mich herum, sie machen sie aggro. Also wenn ich jetzt ihre Sprachnachrichten an mich nehme, wie lieb sie mich hat und ob ich für sie kochen kann und wie toll ich bin. Also aggressiv waren die Nachrichten jetzt nicht. Wir hören. Da guck mal, da zeigt sie gleich nochmal WhatsApp-Verlauf. Schau mal, da hat sie irgendeine Bildschirmaufnahme gemacht. Und uns ein paar Sprachnachrichten aus dem letzten Jahr an. Aggro ist da niemand. Aber was ist in der Zwischenzeit vorgefallen? Julia Siegel und Claudia Effenberg kennen sich schon seit 30 Jahren. Die Partys in Münchens VIP-Szene in den 2000ern legendär. Aber die Zeiten sind jetzt wohl eindeutig vorbei. Das ist übrigens Kathi Hummels. Ich finde die Art und Weise, wie Claudia gerade über mich lästert, ist boshaft, unüberlegt, kindisch, aus dem Nichts raus.
Ich befürchte, dass es ihr einfach gerade emotional vielleicht nicht gut geht. Dass sie deswegen. Okay, also ihr geht es emotional nicht gut. Und wenn es einem emotional natürlich nicht gut geht, dann kann man natürlich auch nicht auf ein Event, wo eine Kehrt oder eine Siegel abhüpft. Ne? Das ist ganz klar. Wenn sie um sich schlägt. Schlagt hier mal um euch mit einem Like, mit einem Kommentar und vor allen Dingen mit einem Abo. Darüber freue ich mich besonders. Fakt ist, hinter Claudia Effenberg liegt ein ganz hartes Jahr. Das erzählt sie uns auch auf der Saloneröffnung am Mittwochabend. Ich habe eine Hüft-OP gehabt, wir haben eine neue Hüfte bekommen. Ich habe eine Lungenembolie bekommen, Weihnachten, ich wäre fast gestorben. Oh Gott, das haben wir gar nicht mitbekommen, dass du fast, aber es war ja auch nur fast. Fast wäre Frau Effenberg gar nicht mehr unter uns. Das sagt sie jetzt einfach so salopp. Wir hätten uns große Sorgen gemacht. Claudia fühle sich von vielen aus Münchens Schickeria im Stich gelassen. Nach dem Motto, aus dem Auge, aus dem Sinn. Stattdessen habe, Zitat, irgendein Münchner gestreut, sie sei pleite. Aber da... Was? Irgendjemand hat das gestreut und deswegen kontert sie jetzt im Gucci-Outfit. Sei ja nun gar nichts dran, klärt uns Claudia Effenberg auf. Und in Dior... Oh. Ist sie immer so, sag mal, geht's noch oder was, ne? Und würde ich jetzt hier so stehen? Nee, würde ich mir einen Flug buchen, nur um zu meinem Friseur zu kommen, hört sich sehr dekadent an, ich mach's aber. Julia Siegel beteuert in unserem Interview, die Pleitegerüchte kommen nicht von ihr. Und sie wehrt noch einen Vorwurf ab. Es geht um dieses Kleid, über das... Okay, mit so einem Peace-Zeichen drauf. Julia laut Claudia 2022 gelästert haben soll. Nein, habe sie nicht, sagt Frau Siegel. Generell findet die DJ, Claudia nimmt sich gerade ein bisschen zu wichtig. Oh, okay. Also Julia Siegel findet, die Effenberg nimmt sich zu wichtig. Ja gut, ich meine, das ist ja auch alles eine Mischpoke eigentlich. Wir sind alle keine A-Prominenz, Claudia, ganz weit entfernt auch davon. Ich sehe uns da eigentlich in so einer gemeinsamen Riege. Also sich da drüber zu stellen, zu sagen, ich bin besser als die anderen C-Promis, ja, ist sehr arrogant und überheblich. Claudia. Ja, also das finde ich allerdings auch, aber das ist so, dass... Wie mir die Effenberg im Dschungel auch vorkam. Effenberg sieht das anders. Sogar ihr Mann, Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg, habe ihr dazu geraten, den Kontakt zu Julia und Verena Kehrt abzubrechen. Ein Botschafter für einen Club wie FC Bayern. Ich glaube nicht, dass er möchte, dass seine Frau im Fernsehen über andere Menschen lästert. Bleib. Ja, also, dass es da natürlich PR-Gründe gibt, ja. Die dafür sprechen, dass man sagt, hey, guck mal, die Kehrt hat eigentlich nur Negativschlagzeilen, jetzt die Siegel, distanzier dich da mal. Das kann natürlich auch gut sein, ne? Die Frage nach dem Warum? Offene Rechnungen von früher, Julias Auftritt im Legenden-Dschungel, Verena Kehrts Negativschlagzeilen der letzten Monate. Die ist übrigens das ganze Wochenende feiern auf dem World Club Dome in Frankfurt. Zu ihr hat Julia eigentlich auch keinen Kontakt mehr, bis jetzt. Ich habe eine Nachricht gerade. Von Verena. Da geht es eigentlich komplett am Arsch vorbei, sage ich mal. Ja, und vielleicht... Und da schreibt dann auf einmal die Kehrt der Siegel. Ich meine, das ist auch eine unheilvolle Kombination. Vielleicht lässt sie sich diese Ist-mir-doch-egal-Einstellung auf dem Musikfestival ja auch genau dorthin tätowieren. Was sagen wir denn hierzu? Und die Frage ist natürlich auch noch, wohin? Ist das Verenas Statement zum Diven-Drama? Wir erhoffen uns von Julia eine Antwort auf die Frage, was ist denn nun konkret vorgefallen? Julia hat keine Ahnung, nur eine gewagte Vermutung. Okay, also natürlich hat sie wie immer keine Ahnung, was da der Grund sein könnte, weil Julia Siegel ja auch gerne das Opfer ist. Also es sind immer viele jetzt immer gerne das Opfer. Müsste man einen Promilletest machen bei ihr? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Julia lala. Siegel denkt, Claudia Effenberg will Aufmerksamkeit. So habe sie in ihr allerdings einen guten Menschen an ihrer Seite verloren, sagt Julia noch. Ja, aktuell sieht es nach einem Schlussstrich aus. Aus Freundinnen sind Feindinnen geworden. Aber vielleicht sollten die zwei einfach mal miteinander sprechen, statt übereinander. Ja, das sollten sehr viele tun, bin ich der Meinung. Aber es wird uns ja gar nicht so amüsieren. Aber ich glaube, dass jetzt einfach die Effenberg zum einen vielleicht durchaus auch gewarnt worden ist von Seiten ihres Mannes, weil da einfach jetzt viele negative Schlagzeilen da waren.
Und auf der anderen Seite braucht sie ja auch selber wieder ein bisschen Rampenlicht. Und wie kriegt man es? Indem man Beef anzettelt. In dem Sinne bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt und bis zum nächsten Video.